Castor am Ehre auf dem Kopf, Drop, Kalle, Kalle, Eskimo, ja, das macht die Kinder froh. Busfahren, abtauben, richtig ein, reinschrauben, Gürgen, bis die Schwante kracht, kommt an Bord, wir heben ab. Alle wollen Party, also Hände hoch, harte Bässe in den Po. Moin Mädels! Moin Jungs! Herzlich willkommen zum neuen Video und das ist das allererste World Premiere Reaction Video von mir. Es ist unfassbar, dass ich sowas jemals sage, aber also es gibt echt wirklich super viele Reactions auf meinen Song mit Eskimo Callboy, Castrop Spandau. Falls ihr noch nicht gehört habt, guckt auf Spotify. Hier sieht das Ganze aus. Es ist mein Profil. Ich habe einen blauen Haken. Alex, zoom in meine Fresse. Ich habe einen blauen Haken auf Spotify. Das ist die einzige Plattform, auf der ich einen habe. Insta, Twitter, was bedeute ich euch? Ja, jedenfalls gucken wir uns heute die Reactions an. Übrigens schon saftige, hier, guck mal da. Mein Finger ist zu kurz. 450.000 Streams. Falls ihr noch nicht gemacht habt, hört euch gerne den Song auf Spotify an oder guckt das Video, das habe ich euch nochmal in der Beschreibung verlinkt. Super wichtig noch zu erwähnen. Es wird noch ein Making-of zum Song geben, wie wir den geschrieben haben und wie der Dreh war und so. Ich brauche ein bisschen Zeit, aber das sei mal dahingesagt. Außerdem gibt es ab heute eine 30-Tage-Streaming-Challenge auf meinem Kanal. Heute ist Montag, glaube ich. Oder Dienstag? Seit dem 1.11. gibt es die Streaming-Challenge. Jeden Tag live. Ehre in den schaut da gerne mal in die Videobeschreibung. Da habe ich nämlich auch meinen Discord verlinkt. Jetzt schauen wir uns aber mal die Scheiße hier an. Und es gibt viele Leute, die tatsächlich darauf reagiert haben, gar nicht aus Deutschland kommen. KZ, wenn ihr das hier irgendwie in die Finger kriegt oder ihr das KZ schicken könntet, wenn ihr einfach sagt, hey, macht bitte einen Song mit Kalle, solange ihr noch lebt, dann wäre ich euch sehr verbunden. There it is. Wie seine Haare die ganze Zeit wackeln. Fucking Germany, man. Das hat voll den Baby-Metal-Vibe. Das gefällt mir brutal. Ich habe noch nie Baby-Metal gehört. Am Anfang dieses krieg ich eher so Rammstein-Vibe. Okay, er pausiert schon, weil bestimmt sagt er sowas. Hat er gerade in den Arsch gesagt? Ehre, Alter, in den Arsch. Ich find's geil. Also nicht falsch verstehen, ich find's wirklich geil. Kind of rap. Sag mal, du hast jetzt mich angehört und du hast mich unterbrochen. Sag mal, spinnst du oder was? I was willing to bet there was gonna be some dancing in here. How do you guys keep producing such bangers? So this guy's a YouTuber and a streamer, now musician, right? Oh, it just hit me. Ja, ich habe im Hyper-Hyper-Video gesehen. Komm, sag's mir, Matt. Du hast mich schon mal gesehen. That's how I know him. He was in the Hyper-Hyper-Video. Yes. He was one of the dancers. That fashion sense is just sensational. Guck, wie er abgeht. Werden. Er piepst und macht dann einfach so in Deutschland. You didn't think I could do that. Like, no doubt, a party song. Es weiß auch niemand, was da gesagt wird, oder? Get up! Get up! Dance together! Ich finde es völlig in Ordnung, dass wir da tanzen und das ist nichts Besonderes. Ich meine, okay, grundlegend in einem Musikvideo ist es nichts Besonderes. Aber ich glaube, dass Eskimo Callboy in einem Musikvideo tanzt, vielleicht schon. I don't know, er hat ja wahrscheinlich die anderen auch gesehen. Yeah! Oh, I love it! Alle machen mit an der Stelle. Das ist so geil. Alle machen mit. Alter! Deine Haare, Junge! I already love this! Zoom rein, Alex! I wish I was that bathtub. Let's just look at this for a minute.
what? Ah, beautiful. What the fuck? Okay. Totally distracted by the sensual makeup. Before we go into that, I fucking love this. Sexy. Frage. Rein aus Interesse. Es hat nichts mit irgendeinem Fetisch oder irgendwas zu tun. War Unterwäsche im Spiel? Also wir waren ziemlich nackt, zu einem sehr hohen Prozentsatz. Fett. Das war übertrieben fett. Also was ich persönlich zu diesem Song zu sagen habe, ist erstens, Kalle Kuschinski fucking sympathisch. Von der ersten Sekunde an. Ich habe jetzt gerade geguckt, Gaming-Content ziehe ich mir jetzt nicht so krass auf YouTube rein. Ja, es ist halt, ich finde dich übelst grundsympathisch, aber ich ziehe mir einfach kein Gaming-Content auf YouTube großartig rein. Eskimo Cowboy auf Deutsch, heilige Scheiße. Würde ich eine deutsche EP als Bonus zu einem kommenden Album mehr als begrüßen? Fuck ja. Bedanke ich mich bei Kalle dafür, dass er uns Eskimo Cowboy auf Deutsch gebracht hat? Fuck ja. Oh my goodness, that was fantastic. I expected good because it's Eskimo Cowboy, but I didn't expect that. Also irgendwie das Gefühl, was ich so bekomme, jeder findet es einfach nur geil. Also, es ist halt so, die sitzen da in America City, Digga, und gucken sich das so an, finden es einfach nice, ein Stein, weißt du, ich meine, das finde ich einfach geil, dass die Leute das feiern, dass ihr das feiert, das ist so nice in my ass, wirklich, lecker schmeckt. In den Arsch. Everything that I expected and more. These guys make some extremely fun tunes, like absolutely fun. Get up, dude. 11 out of 10. Ladies and gentlemen, Kalle Kuschinski. Ich find's so geil, wie er Kalle Kuschinski sagt, Alter. Es ist einfach irre. Ich liebe es, ey. So geil. That was so much fun. What a tune. German, something, something, German. German, something, something, German. Er weiß aber gar nicht, was. Aber es ist geil. He sounded pretty good, man. I know he's a YouTuber and streamer. Sounds like this guy's been doing it for a while, because his rap flow was actually really good. Mann, das, ohne Witz, ich krieg da, oh Mann, ich finde das so nice. Ich finde das so schön, irgendwie zu meiner Performance in dem Song positives Feedback zu bekommen. Es erfüllt mich mit Wärme und ermutigt mich weiter daran festzuhalten und vielleicht wirklich mal ordentliche Musik zu machen. Wer weiß. Sie kommt über die Badewanne nicht hinweg, Alter. Jetzt jemand die English Lyrics runtergeschrieben. Geil. Spandau, Kasrab, Honor on the Head Drop. Ehre aller, Ehre aller. That was so f***ing fun, man. Our 7-month-old daughter f***ing loved it. So. Er hat mir privat auf Twitter einen kleinen Clip geschickt, wie seine gerade mal ein halbes Jahr alte Tochter diesen Song fühlt und dazu abgeht. Das fand ich, also, ja, weiß nicht, mega cool, auch so diese Vertrauensbasis, die irgendwie direkt da ist. Mega, mega cool. Also, weiß nicht, ich finde es ein geiler Typ. Und er hat mich jetzt sogar nochmal gefragt, ob wir mal zusammen was starten wollen, ob er mich interviewen darf. Und da werde ich wahrscheinlich auch mitmachen. Müssen wir mal gucken, wegen America und in Europe, aller die Uhrzeiten, die wären ja ganz verrückt. Aber ja, ich bin da sehr, sehr gespannt und hab da auf jeden Fall Bock drauf, mich mal mit ihm zu unterhalten. Das wäre, glaube ich, ganz, ganz witzig. Das waren jetzt so die Reactions. Oder das sind jetzt so die, die ich gefunden habe. Nochmal ein kleiner Hinweis, gibt ein Kastrop X Spandau T-Shirt in meinem Shop. Checkt also gerne mal meinen Shop ab, kalekuschinski.de. Es wird es nicht lange geben, ist, glaube ich, sogar schon in XXL oder 3XL schon ausverkauft, wie ich hier gerade sehe. Also, müsst ihr euch ranhalten, ne? Ja, gönnt euch den Fetzen. Ich habe selber noch keinen bekommst, glaube ich, noch in der Post. Ich freue mich drauf. Ich werde mir das wahrscheinlich sogar einrahmen und zu Hause hinhängen. Was soll ich sagen? Ich hatte sehr, sehr viel Spaß an dem Projekt. Ihr bekommt auf jeden Fall noch ein Behind-the-Scenes-Vlog mit allem drum und dran. Und ich überlege mir, ob ich vielleicht öfter mal Musik mache, weil ich auch jetzt so, wo ich mir diese Reactions angesehen habe, hat es mich einfach nur glücklich gemacht, wie die Leute das finden.
Also, Ehre aller Kastrop, Spandau in your ass. Das war's. Morgen gibt's wieder Gameplay oder wann auch immer die Tage, ne? Tschüss! Thank you.